Was ist eigentlich los in Greiz? Mit dem ersten Video in der Reihe richte ich die Kamera auf die Zukunftswerkstatt. Mit einem praxisorientierten Konzept zur Vermarktung der Stadt Greiz und der Vogtlandhalle möchte die Stadt und der Landkreis umsetzbare Ideen und ein Leitbild entwickeln lassen. Dazu wurden und werden auch Greizer Bürger eingeladen, sich mit ihren Ideen einzubringen und gemeinsam mit der Marketingagentur Realitätsverlust aus Reichenbach diese zu formulieren. Bei dem ersten Workshop, der im November 2013 stattfand, lag der Schwerpunkt auf der Kritik und sollte so auf Missstände aufmerksam machen. Bei dem zweiten Workshop im Januar 2014 gab es die Visionärsphase, bei der Ideen entwickelt wurden, um die Stadt lebenswerter zu machen. Severin Zehringer von der Marketingagentur Realitätsverlust aus Reichenbach erzählt mir ein bisschen über die Methodik Zukunftswerkstatt. Eine Zukunftswerkstatt ist ein soziales Problemlösungsverfahren. Also immer, wo viele Menschen beteiligt sind, gerade wie jetzt in Greiz in einem Konzept Tourismus, wo aber auch die Stadt als Wohn- und Lebensraum mit einbezogen wird. Immer da, wo wirklich viele Menschen beteiligt sind an einer Lösung, kann man so ein Verfahren nutzen und deswegen haben wir es genommen. Außerdem, weil es etwas nicht so statisch ist, sondern sehr dynamisch ist. Die Leute können wirklich aktiv mitarbeiten. Und es wird auch dadurch weniger langweilig, als wenn wir uns als Agentur dort bei einem Workshop 2 Stunden lang hinstellen, am Ende einen Fragebogen austeilen und Leute dann mit wahrscheinlich einem betroffenen Gefühl nach Hause gehen und denken, ob das jetzt wirklich in das Konzept einfließt, ist fraglich. Durchgeführt, wo wir die Bürgermeinung wirklich haben. Wir haben eine Expertenrunde, die uns so ein bisschen als Referenzgruppe dient. Diese ist ein Querschnitt aus den Bereichen Tourismus, Politik, Wirtschaft und auch Bürger. Auch die sind dort mit anwesend. Denen stellen wir unsere Ergebnisse immer zuerst vor, diese werten die dann und sagen uns dann, wo sollen wir vielleicht noch ein bisschen dran drehen, was soll geändert werden. Und dort wird auch das Leitbild zuerst vorgestellt. Praktische Konzepte erhofft sich ein Leitbild, eine klare Positionierung von der Stadt, aber auch von der Vogtlandhalle. Also die Vogtlandhalle ist ja auch ein essentieller Bestandteil unserer Arbeit. Wie soll sich die Vogtlandhalle positionieren? Ist die Position der Vogtlandhalle in der Region wirklich gut? Auch die der Stadt? Wie passt das? Wo sind wirklich Ansätze? Ich denke, in so einem Konzept ist es gut, wenn man viele Ideen hat und diese dann natürlich einfließen lässt, denn wir als Agentur haben auch nicht tausende von Ideen. Wir versuchen zwar uns schon sehr breit aufzustellen, aber wir freuen uns über jeden Input und es geht hier nicht um Ideen-Cloud, sondern um eine Zukunft der Stadt. Und dafür ist es wichtig, dass wir so viele Ideen und Inputs kriegen, wie wir können. Und wer kann besser über eine Stadt erzählen als die Bürger selber? Wir können es immer nur von außen sehen, deswegen freuen wir uns über den Blick von innen und können auch da Ideen wirklich rausnehmen. Und die möchten wir nicht als unsere ausgeben, sondern es soll ein zielgerichtetes Konzept werden, was zukunftsträchtig ist. Also unsere Agentur Realitätsverlust gibt es jetzt seit August 2012, da haben wir uns gegründet. Haben dann im Dezember eröffnet. Über uns zu sagen ist, also momentan bestehen wir einmal aus dem Robert Seidel und meiner Persönlichkeit. Also wir beide sind die Geschäftsführer, haben beide studiert. Robert hat Medienmanagement an der FH mit Weida studiert. Ich habe Tourismuswirtschaft studiert an der BA Breitenbrunn, war für den praktischen Teil in der Touristinfo in Greiz. Also ich kenne auch die Strukturen von Greiz ein wenig. Dann haben wir unsere Lisa Rauer, die ist
Master of Business Administration im Bereich Live-Kommunikation und Event-Marketing, die ab März 2014 fest angestellt bei uns ist, momentan noch im Praktikum ist. Und wir haben ein relativ breites Portfolio. Also wir bieten auf der einen Seite sehr komplexe Gebiete an wie Marketing, Beratung und Eventmanagement, was jetzt in Greiz uns auch diesen Auftrag verschafft hat. Also da geht es ja um wirklich Marketingberatung, aber auch sehr spezielle Dinge wie Werbung, Kommunikation. So viel zur Zukunftswerkstatt. Ich werde an dem Thema bleiben und in Zukunft weiter berichten.